Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM Files. Es wird leider so eine Halbnacht-Mission. Kult Außenposten, diesmal ist es Morgenrot. Und ja, ich rüste die Leute aus. Bis gleich. Okay, ich denke, es sollte Dämmerung sein. Das heißt, wir brauchen nicht zwangsläufig Nachtsachen. Ich habe die Taschenlampen für den Fall der Fälle hier mit dabei. Wir haben auch ein paar Brandgranaten, die wir primen können und die uns ein bisschen Licht geben sollten. Ansonsten ist ein bisschen die Standard-Truppe. Wir haben ein paar richtig gute Leute dabei. Leo Williams hat jetzt das neue USC-Gewehr. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Philothea und Nichea hat eine Shotgun. Oh, scheiße. Das ist dumm. Die guckt in unsere Richtung. Okay, wir sind zumindest am Ende der, am Rande der Map. Das ist das Positive. Jetzt ist die Frage. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das am besten spielen. Snapshot. Das hat ihn nicht getötet. Dummerweise. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du so gut triffst. Das ist schon mal super. Dann. Genau das habe ich mir erhofft. Genau das habe ich mir erhofft. Es hätte nicht besser laufen können, ausnahmsweise mal. Es hätte nicht besser laufen können. Okay, der hat ein SMG. Der müsste aber für die Sniper sichtbar sein. So. Warum zur Hölle hält der so viel aus? Man weiß es nicht. Okay, wen sehen wir alles? Gut. Eins, zwei, drei. Geh eins nach vorne. Ich glaube, der stört mich nicht. Weil er hat nur einen Knüppel. Von dem her nicht sonderlich bedrohlich. So, dann du. Werfen. Ah, das war jetzt nicht optimal. Okay, zumindest ist er angeschossen. Ah, da ist irgendeinem im Gewehr. Es war mir wichtig, jetzt in der ersten Runde versuchen rauszugehen, damit wir. Okay. In der dritten möglichst aus dem Weg sind.
uns möglichst ein bisschen zurückziehen können wegen Granaten und so. Gut. Okay. Der Zug lief überraschend gut. Ich denke, da können wir uns nicht beschweren. Okay. Tja. 2, 3. Das sind die einzigen, die wir sehen. Hier hinten sehen wir keinen mehr. Einfach in die Menge feuern. Okay, glücklicherweise haben wir sehr viele mit einem random Knüppel oder so am Start. Ach. Okay, ein bisschen bereits ausschwärmen. Du. Hier nach unten. Wenn einer eine Granate abkriegt, dann seid ihr es. Das war gar nicht schlecht. Wir können nochmal. Okay. Ich frage mich, ob es besser ist. Denke, ich werde dich aus dem Weg nehmen und die Shotgun austauschen. Okay, du siehst alle. Aber mach trotzdem den weg. So, ich möchte, dass du dir eine andere Waffe krallst. Okay. War ein Versuch wert? Mal schauen, was passiert. Irgendwo war noch einer mit einem Gewehr. Weiß nicht genau, wo der ist. Au. Da ist der Typ mit dem Gewehr. Okay, es hat dir nicht so weh getan. Okay, das hat so nicht funktioniert. So, jetzt können Granaten kommen. Das bedeutet, wir ziehen uns zurück. So, dann, wen sehen wir? Der hier ist relativ nahe. Machen wir ein paar Snapshots. War leider nicht gut genug. Okay, das war gut genug. Dann können wir noch einen Snap auf den da machen. Ich denke, der ist zwar relativ weit hinten. Machen wir das so. Du siehst den sowieso noch. Dann, bei dir haben wir gesagt, Waffe wechseln. Plus ein Magazin.
Was ist mit dem da? Probieren wir mal. Ich glaube, das war jetzt nicht. Das war jetzt nicht so gut. Ich glaube, das war nicht so gut. Okay, ah, da hinten ist auch noch einer. Wie dem auch sei. Ich glaube, sonst sind alle durch. Oh, oh, okay. Oh, oh, okay. Was zur Hölle ist da eben passiert? Holy shit. Das ganze Gebäude ist flach. Kann man das bei jedem von diesen Stützpunkten machen? Was ist da? Warum zur Hölle? Okay, wer? Du hast eine Wunde kassiert. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, es war das Opfer wert. Meine Güte, das habe ich noch nie erlebt. Dass es so krass in die Luft geht, ist neu. Aha. Hi. Okay, wir sehen sie. Oh, ein paar aimed. War gar nicht schlecht. Dankeschön. Dann du nach hier hinten. Und hier sollten wir eigentlich auch sicher sein. Vor Granaten, weil da ist unser Raumschiff im Weg. Okay. Ach, das war's. Die Explosion hat so viele Gegner in den Tod gerissen. Und 10 haben noch kapituliert. Sehr schön, das waren viele Punkte. Und 2 Rookies, die befördert wurden. Unglaublich viele Typen hier dabei. Mosin-Gewehr. Schmeiß das weg. Braucht kein Mensch. Tja, haben zu viele Leute. Burschen. Okay, Jünger Dagons brauchen wir nicht. Westmänner. Die sind hier nicht so einfach. Ich denke, es ist besser, hier die Burschen und eine Pionierin wegzuschmeißen. Das war gut. Munitionskisten. Haben nicht mal jemanden verloren, glaube ich. Wir haben nicht mal jemanden verloren. Es ist schon fast ein Wunder. Okay. Lauri, ich glaube, du machst noch mal eine Mission. Dann bringen wir... Alle Rekruten haben bereits ein M. Hier machen wir das so. Und ein Agent mit rein. Leo wurde auch ein bisschen verwundet, ist aber nicht so schlimm. Gut, wie schaut es punktetechnisch aus? Okay, gut, das war wichtig. Das war eine wichtige Mission. Und neue Leute in Indonesien. Da haben wir viele gute verloren.
Also, wer auf jeden Fall mitkommt, sind die, die noch was taugen. Die, die übrig sind, die noch was taugen. Dann machen wir noch 4 Rekruten. Ihr zwei, ihr trefft ganz gut. Und dann bringen wir euch zwei noch mit dazu. Sehr schön. Und wir können auch hier mal noch das kaufen und gucken, dass alle bereit sind. Okay, da fehlt nichts. Und hier in Kanada lassen wir es noch ein bisschen ruhig angehen. Die müssen erstmal nochmal irgendwie eine Kreaturenmission machen oder sowas. Oder ein Safehouse, irgend sowas. Ein kleines. Okay, das wird eine Nachtmission. Unverstümmelte Rinder, auch nice. Das müssen einfache Punkte sein. Alien-Mission, kleines Raumschiff mit unserer Gurkentruppe. Ich werde sie ausrüsten, bis gleich. Okay, wir haben einen überraschend guten Rookie, der sehr viel tragen kann und auch ganz gut trifft. Dass es eine Nachtmission ist, haben wir ein paar Taschenlampen dabei. Und es ist ein kleines UFO. Ich rechne mit 6-7 Gegnern. Wahrscheinlich Sektoide. Dann haben wir Yahoo mit der Dragunov. Die Hälfte trifft nicht wirklich was. Von dem her. Okay, wir sind in der rechten Ecke. Aus der Reichweite. Was? Okay, warum hat das nicht funktioniert? Ich bin gerade ein bisschen. Also die Taschenlampen leuchten, glaube ich, nicht, wenn demnach, wenn man sie nicht in der Hand hat. Da ist keiner. Wie viel brauchst du? 27. Ah, das reicht nicht. Geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Irgendjemand. Shotgun ist nicht gut. Ich will auch nicht, dass du die Leute aufhältst. Hat irgendjemand eine vernünftige Granate? Oder ist das eine Brandgranate? Das Problem ist, wir wissen nicht, wo der Penner ist. Wir wissen nicht, wo der ist. Ich denke, wir sollten irgendwie eine Smoke verwenden. So, nehmen wir eine Smoke auf. Wie viel brauchst du? 13, das ist in Ordnung. Er wird uns wahrscheinlich trotzdem sehen, würde ich vermuten. So, dann du. Taschenlampe wieder an.
du hier in die Ecke. Sobald wir Vision auf den haben, müssen wir Leute haben, die schießen können. Okay. Das war ein Plasmaschuss. Ah, die sind ganz schön weit weg. Man kriegt ein bisschen Licht, aber das reicht nicht aus. Das ist super ärgerlich. Wir brauchen mehr von den Dingern. Oh. Ja. Das bringt jetzt auch nichts, wenn du da reinrennst. Geh wieder zurück ins UFO. Ich denke, das UFO ist wahrscheinlich fast die sicherste Position aktuell. Holy shit. Okay, ich denke, wir brechen ab. Das ist so nicht wirklich machbar. Rein mit euch. Ich hoffe, es kommen alle rein. Dich möchte ich eigentlich nicht zurücklassen. Wir hoffen einfach, dass sie nichts treffen. Okay, gut. Und raus hier. So, als punktetechnisch natürlich schlecht. Aber Black Ops Gewehre brauchen wir eigentlich nicht so viele. Granaten, Blendgranaten, Leuchtkörper, Heilsprays. Okay, wir brauchen 4 neue Leute. Das ist halt das Problem, wenn man mit Anfängern arbeitet. Okay, und das UFO fliegt wieder weg. So, da müssen wir die Punkte jetzt wieder gut machen. Dafür seid ihr verantwortlich. Oh. Es ist wieder am Boden. Können wir es nochmal probieren? Kurz gucken. Ihr habt 8 Leute dabei, oder? Ja. Okay, probiert mal. Vielleicht ist es auch schon wieder weg, wenn wir da ankommen. Aber wir machen erstmal die Rinde Mission. Bis gleich. Okay, ja, vorne 2 mit Stunts. Dann Granatwerfer mit Betäubungsmunition. 2 Shotguns mit Betäubungsmunition. Und 2 mit der Elektroschockkanone. Okay, wo seid ihr? Wir sehen nichts. Wahrscheinlich hier beim Haus. Würde ich vermuten. Ja, da ist einer mit einer Axt. Okay, hier kommen wir nicht wirklich durch. Oh. War ein Versuch wert.
Du kannst das mal mit dem Autoshot versuchen hier. Okay, sehr gut. Aufzumachen. Ihr beiden hier. Oh. 30 ist ein bisschen schwach. Filotea packe ich mal dahin. Und Nüche. Wie gesagt, ich vermute, dass die meisten aus dem beim Haus sind. Ja, dann haben wir schon mal zwei. Das sind alle drei da oben. Okay. Wie schwach. Was geht denn mit euch? Kann ich mal durchs Fenster schießen? Ah, das ist beschissen. Das ist super beschissen. Okay. Ihr beide hier rein. Ich glaube, das ist, bringt hier nichts. So. Kommt runter. Okay, da war ein bisschen Glück mit dabei. Einmal erwischt. Machen wir einen Schritt zurück. Oh, shoot, du hast keine Nahkampfwaffe. Okay. Philothea. Okay, der dritte ist da oben. Jetzt vielleicht? Fantastisch. Ach, was keine Punkte. Früher gab das mal mehr. Habe ich das Gefühl. Früher gab das mal mehr. Okay. Weg mit den Bauern. Und das UFO ist weg. Okay. Nun gut. Dann würde ich sagen, machen wir einen Break. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und auf geht's.